Turnier. Die besten Karten in dem Siebnerfeld am Strich, wenn wir vorhin die Tabelle gesehen haben, im Moment Rapperswil-Jona Lakers. Die haben es heute aber ausgerechnet mit dem HC Lugano zu tun bekommen. Und die Luganesi, die sind nach ihrer gestrigen Heimniederlage gegen den Kantonsrivale Ambi Piotta, der erste seit dem Playoff-Final 1999, sicher geladen gewesen. Zeigen konnten sie zu Beginn nicht, ob sie geladen waren. Der Grund, die Lakers spielten in Überzahl und kamen gleich gefährlich vor Rüegers Tor. Viele Strafen zu Beginn des Spiels. Hier wieder ein Tessiner draußen, die 12. Minute. Brady Murray. Rüeger kann den Puck nicht fassen, die Scheibe drin. Was war passiert? Conn schaufelte die Scheibe so unglücklich weg, dass sie via Danny Berchi ins Tor fiel. 1:0 für die Lakers, da mussten sich die Tessiner erstmal wieder Durchblick verschaffen. Angriff Lugano mit Kevin Romy. Ein Kreuzen mit Jason York. Der Ausgleich für die Tessiner in der 14. Minute. Der Lakers-Goalie Marco Streit zwischen den Schuhen erwischt. 1:1 hieß es auch zur ersten Pause. Zu Beginn des Mitteldrittels dann die Rapperswil-Jona Lakers wieder aktiver. Der Puck bei Stacey Roost. Dieser spielt auf den völlig freien Jeff Panzer. Dies nur eine von mehreren guten Aktionen, die bei den Lakers über Panzer liefen. Die Hellblauen im Mitteldrittel richtig gut. Ein Tor gelang ihnen vorerst aber nicht. Nicht zuletzt, weil Ronny Rüeger seine Arbeit tadellos verrichtete. Ansonsten nichts los bei Lugano. Fehler und Unkonzentriertheiten schlichen sich gar in Überzahl ein. Die Lakers hier mit Berglund und Panzer versiebten Chance um Chance. Wann, wenn nicht in diesem Drittel, hätte sich Rapperswil-Jona einen Vorsprung erarbeiten müssen. Der Zweitplatzierte 20 Spielminuten lang desolat. Die Lakers fuhren den Tessinern auch zu Beginn des Schlussdrittels um die Ohren. Und raten Sie mal, wer da gerade wieder eine Chance vergibt. Ja, mal wieder die Nummer 65, Jeff Panzer. Bei ihm wollte es heute einfach nicht klappen. Topscorer Christian Berglund startete für die Lakers die x-te Angriffswelle. In der 49. Minute brachten sie den Puck ins Netz, die Lakers. Endlich die ach so verdiente Führung durch Thomas Walser, 2:1. 37 Minuten lang hatte sich Ronny Rüeger standhaft gegen ein zweites Tor gewehrt. Drei Minuten waren noch zu spielen, als der HC Lugano mal eine Offensivaktion wagte. Glenn Metropolit auf Ville Peltonen. Der Ausgleich für den HC Lugano, Ville Peltonen oder der Mut der Verzweiflung. Ein Angriff, ein Treffer, 2:2. Es reichte für eine Verlängerung. In der Verlängerung übernahmen wieder die Lakers das Zepter. Brandon Reed mit einem Sololauf in Richtung Ronny Rüeger. Die Entscheidung 42 Sekunden vor Ende der Verlängerung. 3:2 gewannen die Lakers, ein verdienter Sieg gegen einen konfusen HC Lugano. Das Jahr hätte schlechter nicht beginnen können. Heute haben wir immerhin gezeigt, dass wir reagieren können auf die gestrige Niederlage. Wir haben zeitweise aggressiv gespielt, das war aber sicher nicht genug. C'era già qualcosa in più di quello che abbiamo dimostrato ieri sera dal secondo tempo. 3:2 nach Verlängerung, die Lakers schafften es heute, ein schwaches Lugano zu bodigen.